Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video hier bei EWM. Heute habe ich unseren Fußfernsteller mitgebracht. Ich weiß, bevor die meisten abschalten, keine Weltneuheit, aber unser neues Design mit vielen neuen Features. Das bringt uns zur Frage, was hat er denn, was kann er denn? Was kann er? Natürlich den Stromregel beim Wegschweißen. Aber er hat auch ein wunderbares Gehäuse, sehr stabil. Eine rutschfeste Auflage, damit der Fuß einen guten Halt findet. Ein Edelstahlbügel, mit dem kann man ihn unterm Tisch auch gerne mit dem Fuß hin und her platzieren. Und damit es von beiden Seiten geht, haben wir eine Schraube auf der Unterseite zum Lösen. Und damit kann man ihn von links nach rechts umsetzen, je nachdem mit welchem Fuß man arbeitet. Wir haben die Gesamthöhe reduziert, damit der Fuß besser platziert werden kann. Auch der Umlenkpunkt der Wippe ist besser platziert, um ein angenehmeres Gefühl beim Betätigen zu haben, dass es eher wie ein Gaspedal ist und nicht wie eine Wippe. Damit er an Ort und Stelle bleibt und nicht durch die Gegend rutscht, hat er rutschfeste Gummifüße montiert. Zum Aufhängen hat er im Gehäuse eine Öse. Und er ist mit allen Geräten der EWM-Serie mit 19-poliger Fernstellersteckdose kompatibel. Eine Liste der kompatiblen Geräte findet ihr in unseren Unterlagen. Für die Zuschauer unter uns, die sich jetzt fragen, wofür brauche ich einen Fußfernsteller? Mit dem Fußfernsteller kann ich den Strom regeln, während des Schweißens stufenlos mit dem Fuß. Wo brauche ich das? Brauchen kann ich das zum Beispiel bei Aluminiumanwendungen, wo ich temperaturkritisch über den Schweißnahtverlauf den Strom regeln muss oder will. Oder halt eben bei Nähten, wo ich Konturen schweiße oder mit wechselnden Spalten. Auch da macht eine Regulierung des Stroms während des Schweißens durchaus Sinn, um am Ende eine saubere, gleichmäßige Naht zu erhalten. Das werden wir uns auch gleich im praktischen Teil mal anschauen. Um zu zeigen, wie man beim Schweißen den Fußfernsteller gut einsetzen kann, habe ich jetzt hier mal ein Werkstück vorbereitet. 3 mm Aluminium auf der rechten Seite mit Nullspalt, links mit einem deutlichen Spalt. Einfach um zu zeigen, wie man den Wärmeverlauf über den Fußfernsteller während des Schweißens steuern kann. So, jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis an. Hier kann man jetzt schön sehen, dass der Wärmeverlauf und der Wärmeeintrag relativ gleich ist, trotz des großen Spaltes am Ende. So, damit sind wir am Ende unseres heutigen Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Solltet ihr noch Fragen zu EWM-Produkten oder zum Fußfernsteller haben, einfach in die Kommentare schreiben.